Es war der Beginn der Reformation, der Revolution in der Kirche. Im Jahre 1517 schlug Martin Luther seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg. Jetzt, ein halbes Jahrtausend später, folgt ihm der amerikanische Theologe Matthew Fox auf die gleiche Weise. 95 Thesen für ein Christentum im dritten Jahrtausend. Darin tritt er ein für eine moderne Kirche. Papst Benedikt XVI. Hatte als Kardinal 1993 Matthew Fox aufgrund seiner modernen Ansichten aus dem Dominikanerorden ausgeschlossen.